Ja, also bei uns ist Sport und Gesundheit schon seit vielen, vielen Jahren ein ganz ein wichtiges Thema und hat, wenn man so will, auch mehrere Phasen hinter sich gehabt. Das, was uns aufgefallen ist, dass wir viele Angebote haben, die in den Sozialleistungen wiederzufinden sind, die auch hier in diese Themen hineinspielen, die beispielsweise die gestützte Mittagsküche mit dem gesunden Mittagessen in guter Qualität und breiter Auswahl, auch mit veganen und vegetarischen Menübestandteilen, das Anfahren mit, ja, nicht mit dem eigenen Auto, sondern entweder öffentlich oder auch mit dem Fahrrad. Wir haben eigene Fahrradplätze, Abstellplätze hier bei unserem Standort im Büro. Es gibt Betreuungsangebote für Kinder, es gibt die Turn- und Sportunion, auf die werde ich noch ein bisschen genauer eingehen. Es gibt viele Vergünstigungen, auch bei Fitnesscenter und ähnliches und Rabattaktionen. Wir haben eine sehr umfassende Palette an Angeboten im Gesundheitsbereich. Auch das werde ich ein bisschen genauer vorstellen. Und natürlich dann auch entsprechende andere Sozialleistungen, die jetzt für den heutigen Vortrag vielleicht nicht ganz so relevant sind. Das, was wir festgestellt haben, ist, dass wir, das war jetzt vor knapp über 10 Jahren, dass wir wirklich sehr viel anbieten und das aus unterschiedlichen Kanälen heraus. Einerseits haben wir als HR recht viel selbst auf die Beine gestellt und dann individuell an die Mitarbeiter als Angebot weitergegeben. Wir haben aber auch eine Turn- und Sportunion, die hier als Verein organisiert ist, die hier sehr umfassende Angebote macht. Wir haben den Betriebsrat, der natürlich auch im Interesse der Mitarbeitervertretung viele Ideen hat, wie und mit welchen Themen er hier unsere Mitarbeiter unterstützen kann. Und da ist auch oft Gesundheit und Sport dabei. Und wir haben natürlich in-house auch unsere eigene Betriebsärztin und zwei Betriebspsychologen, die vor allem im Bereich der physischen und psychischen Gesundheit entsprechend ihre Leistungen anbieten. Und das haben wir dann irgendwann mal gebündelt und gesagt, ja, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin kennt sich ja vielleicht gar nicht mehr aus mit all diesen Angeboten, mit den unterschiedlichen Kommunikationskanälen. Da ist vielleicht etwas dabei, dass jemand passt und man sitzt dann unter Umständen. Deswegen haben wir ein eigenes, wenn man so will, eigenes internes kleines Markengebäude gebaut und das Life Balance Center genannt, um eben diese Verbindung zwischen Beruf und Familie, Beruf und Freizeit, Gesundheit, Familie und alles, was dazu gehört, auch konzentriert in die Organisation zu bringen. Und diesem Life Balance Center ist quasi HR sowas wie die Schnittstelle, die zentrale Kommunikationsschnittstelle, die hier die unterschiedlichen Angebote abstimmt, einen Newsletter alle 2 Wochen aussendet oder anders bezogen, wenn es ad hoc etwas gibt, und darauf schaut, dass die entsprechenden Informationen im Internet abgedatet sind, in unseren Unterlagen bei den Neuantritten, wenn die Mitarbeiter ihre erste Information zum Unternehmen bekommen, aktuell sind und ähnliches. So im Vordergrund steht eben die Haltung und die Förderung der Gesundheit, der psychischen und der physischen Gesundheit und damit auch der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also natürlich ist es ein Angebot, das für die Menschen gedacht ist, aber natürlich auch dem Unternehmen etwas zurückbringen soll, in dem Sinn, dass eben Gesundheit, also Krankenstände weniger werden, dass die Fluktuation abnimmt, dass auch die Ausfallzeiten weniger werden, in allen Belangen, die hier vorkommen. Ja, dieses Life Balance Center hat ganzjährige laufende Angebote. Die Betriebsärztin ist eben vor Ort in einer kleinen Ordination hier, die auch Öffnungszeiten hat, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ad hoc vorbeikommen können, die aber recht viele zusätzliche Angebote hat, wie Impfaktionen, wo wir unterschiedlichste laufende Impfungen, FSME, Tetanus, Diphtherie, Grippe natürlich auch machen, jetzt mit Corona, aber eben auch Corona ein Thema, die auch bei den Arbeitsplatzbegegnungen dabei ist und sich schaut gemeinsam mit den Arbeitssicherheitskräften, ob die Büroräumlichkeiten entsprechend eingerichtet sind, etc. Wir haben Betriebspsychologen, habe ich schon erwähnt, die uns als ja, wirklich im Anlassfall von Problemen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, hier zur Seite stehen, sei es privater Natur, aber vor allem auch beruflicher Natur, Burnout-Prävention oder auch, wenn es eine Krisenintervention ist, jetzt, das passiert zum Glück eh ganz selten, aber beispielsweise beim Banküberfall, dass hier auch eine psychologische Betreuung stattfindet. Dann arbeiten wir mit externen Employee Assistance Services zusammen, die hier ergänzendes Angebot in anonymer Form anbieten. Wir haben auch Physiotherapeuten, Osteopathen im Haus, die hier regelmäßige Termine anbieten, Masseure oder Shiatsu schwerpunktmäßig anbieten und dann wiederum Richtung sportlicher Betätigungsmöglichkeiten einen recht großen Bewegungsraum
mit Umkleidemöglichkeiten und Duschmöglichkeiten. Dort kann man sich jederzeit, wenn er gerade frei ist, so laufend entsprechend ja, körperlich was tun. Es ist auch ein kleiner Fitnessraum dort mit ein paar Geräten. Und es werden dann so Schwerpunktangebote wie Rückenfit-Schulungen, Lunch-Yoga angeboten, Yoga Pilates, Boxen und Zumba oder auch was Intensiveres wie ein Bootcamp gemacht. Was ist auch noch schön ist, ist, dass wir halt bei unserem Bürostandort direkt am Donaukanal sitzen. Das heißt, die Kollegen, die gerne laufen gehen, können hier gleich am Donaukanal entlang laufen gehen. Oder man kann auch das einfach schön zum Spazieren gehen zwischendurch nutzen. Ja, so ein paar zusätzliche Gesundheitsangebote, die ich da jetzt noch zusammengetragen habe, ist einerseits eine jährliche Vorsorgeuntersuchung, wo wir auch darauf schauen, dass die entsprechenden Gesundheitsdaten ermittelt, also weitergegeben werden, wo auch dann Beratung stattfindet, auch sollte ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin mehr Bewegung machen. Es gibt Stressmessungen, Biofeedback-Messungen über unsere Betriebspsychologin. Es wird Knochendichte über Osteoporose-Check gemessen, Augenmuskeltraining für die viele Arbeit am Bildschirm, weil doch die meisten unserer Arbeitsplätze Bildschirmarbeitsplätze sind, hier angeboten. Erste-Hilfe-Kurse, Basic Life Support, auch mit Reanimationstraining ist dabei. Ja, als Vorstufe von der Impfung, die Antikörper-Titerbestimmung, um zu schauen, ob Impfungen überhaupt notwendig sind, Venenvorsorge und wirklich eine ganz, ganz breite Palette an Gesundheitsvorträgen, die man schwerpunktmäßig auf, ja, entweder auf aktuelle Themen oder auf Sachen, die gerade im Zusammenhang Tag des Wassers zum Beispiel, dann geht es um Trinken wir genügend etc. als Vortrag auch im Angebot da ist. Wir haben auch eine Online-Lernplattform, Good Habits, wo auch entsprechende zusätzliche E-Learning-Angebote in sehr unterhaltsamer Form angeboten werden. Eines, was wir seit 2 Jahren jetzt gemacht haben, also 2 Jahre sind schon hinter uns und das werden heuer wieder machen, ist die Firmen-Challenge. Weiß nicht, ob das heute vielleicht schon erwähnt worden ist oder ob Sie das sonst kennen. Das ist eine Aktion, eine öffentliche Aktion, wo Unternehmen dazu eingeladen werden, etwas zu tun, damit sich die Mitarbeiter unter Anführungszeichen mehr bewegen. Und da begleiten wir dann auch ein umfassendes Programm in dem Zeitraum, wo wir halt Kommunikation machen, dass die Mitarbeiter ihre Punkte sammeln. Das sind dann Bewegungsminuten über eine App, sei es, weil sie es im Privaten machen oder weil wir es eben über Angebote, die wir anbieten, gemeinsam mit den Teamkollegen machen. Und da haben wir auch hier entsprechend gut abgeschnitten. Vorletztes Jahr sind wir, glaube ich, Zweite geworden, wenn mich richtig erinnern kann. Letztes Jahr Fünfter in dieser Challenge bei unserer Unternehmensgröße. Und da sieht man zum Beispiel, dass wir gemeinsam in der Raiffeisen Landesbank 328.312 Bewegungsminuten gemeinsam erreicht haben, was eine super schöne Sache ist und wo wir auch unseren Teil dann mit beigetragen haben. Und das hat nicht nur den guten Zweck für die Mitarbeiterinnen, sondern auch für die Organisation, weil dann auch Spenden entsprechend weitergegeben worden sind, in dem Fall dann für den Sterntaler Hof. Und die Organisation der Plattform hat dann auch noch Bäume gepflanzt, was auch ganz nett ist. Ja, ganz besonders hervorstreichen möchte ich die Turn- und Sportunion, die bei uns wirklich ein ganz tolles, abwechslungsreiches Sportprogramm anbietet. Das ist ein Verein, der von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von noch Vorgängerorganisationen der Landesbank gegründet worden ist. 1951, das reicht wirklich sehr, sehr lange zurück. Wir stützen das finanziell durchs Unternehmen, also da wird entsprechende Beiträge jährlich bereitgestellt. Dazu kommt noch ein Mitgliedsbeitrag für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin. Das ist wirklich überschaubar mit 10 Euro pro Jahr. Und da ist man dann auch gleich mitversichert über eine Sporthaftpflichtversicherung und kann im Grunde an allen Sportangeboten teilnehmen. Und das quasi ohne Zusatzkosten, außer es gibt irgendwelche entsprechenden Sportgeräte, die man braucht, ja, also beim Skifahren, die Ski oder sonstiges. Und man sieht ja auch ein bisschen den Überblick. Es sind derzeit 22 fixe Sportarten da im Programm, über Alpinsportarten, also Skifahren und Langlaufen, über Ausdauersportarten. Da gibt es verschiedene Laufgruppen, da gibt es Radfahrgruppen, dann sehr umfassender Ballsport, Fußball, Volleyball, Tennis, Tischtennis, Fitness, habe ich schon erwähnt, mit ein paar Schwerpunkten und sogar Wassersport. Wie Rudern oder Wasserskifahren wird auch mal angeboten. Ja, und nachdem das auch durchaus sehr kompetitive Kollegen und Kolleginnen sind, machen die teilweise auch an Meisterschaften, bei Meisterschaften mit, sei es Raiffeisen intern, da gibt es immer Skimeisterschaft, wo alle Bundesländer teilnehmen können. Es gibt aber auch in der Bank- und Finanzwissenschaft
Dienstleistungsbranche eine Sport, also Fußballmeisterschaft, wo dann ein Team von Raiffeisen und von der Landesbank mitmacht. Also auch da sind möglichst ja, ganz viele Möglichkeiten, dass man hier entsprechend fit bleibt und das mit sehr günstigen Rahmenbedingungen. Ja, und warum machen wir das? Einerseits ist es natürlich ein bisschen Spaß und auch die Möglichkeit, dass die Leute neben der Arbeit sich gemeinsam vernetzen können und miteinander was tun können. Aber es passt doch wirklich gut zu unserem Arbeitgeberversprechen, unserer Arbeitgebermarke, wo wir ja durchaus aus dem Feedback unserer Mitarbeiterinnen abgeleitet wissen, dass das ihnen wichtig ist, dass man gemeinsam mehr bewegen kann, dass man auch gemeinsam mehr erlebt und im Endeffekt dann auch gemeinsam mehr bewirkt. Wenn die Leute und die Damen und Herren gesund sind und fit sind, dann haben sie mehr Leistungspotenzial, dann werden sie mehr bewirken. Wenn sie gemeinsam Spaß haben und auch einmal nach der Arbeit beim Fußballmatch und vielleicht danach noch nach dem Fußballmatch beim, wo auch immer, beim Heugen oder sonst wo sich austauschen, werden sie mehr erleben. Und natürlich durch den Sport selber bewegen sie sich sowieso schon bei der Tätigkeit selber sehr viel. Ja, das war in aller Kürze und denke ich doch Genauigkeit etwas, was ich Ihnen zu einem sehr spezifischen Angebot von uns mitgeben wollte, neben all den anderen gesetzlichen Dingen, die man sich als Arbeitgeber genauso berücksichtigen muss.